So, damit herzlich willkommen das müsste jetzt die achte Folge dieser Session sein. Ja, weiter geht's. Wir rechnen jetzt mit der Vernichtung des Deutschen Ordens. So, der Deutsche Orden nimmt auch keinen Ausfall, zumindest nicht bei Pernau. Das heißt, die Stadt wird ohne Gegenwehr besetzt. Und Ahrensburg genau dasselbe. Also der Deutsche Orden hat nichts unternommen. Um sich dem Ganzen hier entgegenzustellen, warum auch immer. Auch Ahrensburg wird besetzt, das heißt, es ist wirklich ein sehr klägliches Ende des Deutschen Ordens. Und ja, wir haben gewonnen. So, alle freuen sich. Mal ein Screenshot. So, da werden wir auch gleich in den Geschichtsbüchern verewigt. Und Novgorod greift an. Ich überlege auch gerade, was das für ein Manöver von mir war. Eigentlich ein ziemlich sinnloses Manöver. Jetzt müssen wir zurück. Das Manöver hätte ich mir wirklich sparen können. Das ist übel. So, General, gut, das ist nicht das Problem. Ja, hier relativ viele Armbrustschützen. Belagerungsgeräte und Armbrustschützen. Und Fernkämpfer. Okay, er hat kaum Nahkämpfer. Das ist das Glück. Das ist mein Glück, dass er eben kaum Nahkämpfer hat. Trotzdem keine einfache Sache. Okay, ich muss viel mit meiner Kavallerie arbeiten. Ganz, ganz viel. Uiuiui, ich hätte ja eigentlich noch die Schlachten spielen sollen. Gegen den Dimitris habe ich jetzt tatsächlich auch vergessen. Naja, zumindest haben wir schon mal gewonnen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass wir vielleicht eine Schlacht verlieren. Direkt nach dem Endsieg. So, hier ist ja nur der General. Jetzt muss ich überlegen, wie ich stehe. Das heißt, die Verstärkung müsste aus der Richtung kommen. Den fand ich General. Den versuchen wir gleich mal mit der Miliz dann abzufangen. Und ich hoffe, ich stelle mich jetzt richtig auf zu einer der verstärkenden Armeen. Das wäre ziemlich wichtig. So, es müssten noch alle Einheiten gewesen sein, ne? Ah, Artillerie haben wir auch noch. So, ja, ihr startet erstmal dort und es hat funktioniert, nicht ganz funktioniert. Ist leider falsch aufgestellt, also zumindest in der falschen Richtung. Was wir machen können, ist, wir können schnell mal in die Richtung reiten, weil hier sind ja auch nur Armbrustschützen, ja. Dann reiten wir mit der schweren Kavallerie mal in die Richtung. Ach, hier sind auch noch ein paar Speerträger. Ja. Gab es einen General? Ne, ist noch Armbrustschützen. Okay. Ich denke, mit unserer schweren Kavallerie können wir uns um diese Verstärkung zumindest schon mal kümmern. Das heißt, es hängt dann im Grunde nur noch an der Armee. Ne? Das ist dann das große Problem. So, ihr habt eure Aufgabe. Hoffentlich gelingt uns das hier mit möglichst geringen Verlusten. Besten, wir stellen uns noch mal ein bisschen seitlich auf. Ist noch mal so ein Hügel. Am besten, ja, kommen gleich durch hier. Und dann Druff da. Druff da, sehr schön, die haben wir eingefangen. Druff da. Hier von der Seite. Ja, ich denke, die Verstärkung wird nicht das Problem werden. Nicht in dieser Schlacht. Das war jetzt keine gute Attacke. Aber das ist ein guter Ansturm. Sehr schön. Ja, die treffen erstmal ihre eigenen Truppen.
umso besser. Sehr gut, das läuft schon mal. So habe ich mir das auch vorgestellt. Ja, die werden einfach niedergemetzelt, weil die hier einen Bewegungsbefehl bekommen haben. Klappt auch. So, wie sieht's hier aus? Los hinterher. Sehr schön. Haben wir auch gewonnen. Verfolgen. Verfolgen. Versuchen wir ein bisschen die Geräte zu beschiffen, weil die blockieren so ein bisschen die Kavalleriemanöver. So, der General ist tot. Einer der Generäle. Schon gleich noch eine Nachricht kommen. Sehr schön. So, geht ihr da in den Rücken. So, er ist jetzt hier gecharged. Hat ihm aber jetzt nicht so viel gebracht. Ach, die waren alle noch im Plänkelmodus. Das ist natürlich blöd. Das kann mich natürlich jetzt schon die Schlacht kosten. Na, so schlimm ist es wahrscheinlich nicht, aber vernünftig war das auf alle Fälle nicht. Ja, verfolgt mal. Versucht immer noch zu töten. So. Und ihr versucht euch bitte nicht hier abschießen zu lassen. Oh oh. Übel, übel, übel. Das ist ziemlich übel. Da war tatsächlich noch... Also die Salve hat nur ein... Ne, fünf Männer das Leben gekostet. Okay. Da war die Generalzeit gar natürlich ziemlich stark beschädigt. So, das reicht. General wünsche ich jetzt erstmal nicht mehr. So, zurück zum Geschehen. Na, das kommt noch ein vernünftiger Charge jetzt hier. Ja, sehr gut, die sind weg. So, hier wären wir fertig. So ein paar Belagerungsgeräte, aber ansonsten relativ ruhig. Na, der wird sich bestimmt wieder sammeln, der General hier. Aua. Das hätte auch übel ins Auge gehen können. Aber hier haben wir erstmal gewonnen, soweit. So, die Infanterie ist auch mittlerweile in Reichweite. Ich kann auf einmal erstmal meine ganzen Schützen hier unter Feuer nehmen. Ja gut, so eine gute Position haben wir jetzt hier auch nicht, aber es könnte auch schlimmer sein. Und die schwere Kavallerie, die sollten wir jetzt vielleicht auch langsam mal dazu holen. Wenn wir nicht gut brauchen. Ja, beeilt euch mal hier. Los, kommen 26. Macht kurzen Prozess. 23, 22, 21. Ja, gut. Perfekt. Sehr gut. So, jetzt. Nee, es ist jetzt auch noch ein General. So, hat sich der andere wieder gesammelt, oder? Sieht nicht so aus. So, die Miliz werden wir noch brauchen können. Sieht aber gar nicht so schlecht aus gerade. Hier sind natürlich relativ viele von diesen Waldbewohnern und Sperrmilizen. Der General könnte auch zur größten Bedrohung hier werden. Okay. Ihr habt die Aufgabe hier, euch um die Artillerie zu kümmern. So, die schwere Kavallerie ist auch im Weg. Ja komm, schießt doch den General, schießt doch den General. Hier hätte ich das Sinnvollste.
So, und die schwere Kavallerie muss dann in die Flanke fallen. Was anderes bleibt mir jetzt hier nicht übrig. Die schwere Kavallerie muss sowas von in die Flanke fallen. Okay, mal gucken, ob hier das Manöver gelingt. Versuchen wir immer in so ein Dreieck zu locken. Die Infanterie hält noch eine Weile, ist ganz gut. So, gucken wir, ob es funktioniert. So. Was funktioniert? Ja, sieht gut aus. Aber hoffentlich stirbt mein General nicht als erstes. Ich meine, ich habe jetzt hier drei Einheiten gegen eine von ihnen. Mein General ist, das Problem ist, mein General ist genau im Zentrum des ganzen Geschehens. Oh, oh, das ist nicht gut. Und das ist ziemlich blutig schon. Er ist genau im Zentrum des Geschehens. Ah! Ja, das hätte ich mir sparen können, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Hoffentlich. Da kommt auch noch was. Wo kommt denn her? Wo kam dich denn so plötzlich her? Ja, das ist natürlich ungünstig. General ist tot. Der da war halt wirklich genau im Zentrum. Ich glaube, er war auch nicht der beste General, aber schlecht war er trotzdem nicht. So wäre es trotzdem schön, wenn wir seinen General noch töten könnten. Oh, ist er einen Fehler gemacht? Ist er einen Fehler gemacht? Ich glaube, sein General hängt noch drin, ne? Ja, der hängt noch drin. Oh ja. Los, tötet ihn. Aber so viel der General macht irgendwie am meisten Schaden von allen Einheiten. So, zumindest fliehen hier jetzt fast alle Einheiten. Dann nochmal einen Rücken reiten. Aber den General zu töten würde mir natürlich helfen. Es sind noch 9 Mann übrig. Und er lebt immer noch. So, mein General flieht jetzt. Ja, Mist. Jetzt haben wir eine Massenpanik. Das wird wohl nichts mehr. Gut, meine Kavallerie ist komplett weg. Da habe ich jetzt komplett die Kontrolle verloren. Was ich im Grunde machen kann, ist jetzt hier noch ein Charge. So ist es wert. Da kommt Sperrmiliz zurück. Aus der kurzen Distanz vielleicht nochmal eine Salve abfeuern. Auch nicht verkehrt. Mit welchen Einheiten soll ich jetzt hier noch die ganzen Geräte aufräumen? So, da ist der General. Schießt mal auf den General. Ja, versucht ihn zu erwischen. Es sind noch 5 Modelle. 4. Das kommt, den kriegen wir. 2 Modelle noch. 1 Modell noch. Ist nur noch der General übrig.
Feuer. Ja, sehr gut. Den hätten wir schon mal. So, hier ist jetzt auch nicht mehr so viel übrig. Das sind noch 200 Armbrustschützen. Und jetzt noch die ganzen Belagerungsgeräte. Ansonsten ist da nichts mehr. Und dass ich die irgendwie auf die Flanke bewege. Sehr gut, die fliehen auch. So, haben wir einen guten Winkel, um reinzuschießen. Die Schlacht können wir sogar noch gewinnen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir die Schlacht gewinnen. Hatte ich jetzt die Stadt belagert? Ich glaube schon. Wenn das jetzt also ein Ausfall ist, müssten wir sogar fast noch die Möglichkeit haben, das Ganze auch zu besetzen. Das wäre ja zumindest ein Trost, wenn der General schon stirbt. Sehr schön. Die Schlacht haben wir gewonnen. Wir standen aber, glaube ich, neben der Stadt. So, die nächste große Geschichte jetzt hier mit Prinz Jaunites. Das ist ja sogar unser Erbe. Da müssen wir jetzt wirklich ein bisschen achtsam sein. Da haben wir da Chancen. Hier ist haufenweise Infanterie. Wenig Artillerie, hier ist ein Minimum an Artillerie. Ja, ich denke schon, dass wir da durchaus Chancen haben. Natürlich ziemlich nebelig und hier ist auch ein Wald. Na gut. Ich glaube, das ist noch ein ganz gutes Feld hier. Vor allem haben wir richtig viel Artillerie. Damit können wir zumindest gegen seine Infanterie auch ein bisschen trumpfen. Ich überlege fast, ob ich mich hier aufstelle. Ich glaube, das ist eine ganz gute Position. Also wir haben halt auch viel Infanterie. Wir packen trotzdem mal die Speere nach vorne. Die behalte ich mal eher so in der Rückhut. So, Bogenschützen. Ah, wir kommen Armbrustschützen. Ich habe gerade die ganzen Armbrustschützen gesucht, aber wir haben ja kaum welche. Das ist ein bisschen übel. Okay. Gut, hat sich ein Wald aufgestellt. Ich versuche mal mit der berittenen Kavallerie hier die Artillerie von ihm auszuschalten. Den Artillerievorteil bräuchten wir nämlich schon. Und die Lanzreiter wollen wir auch mal vorsichtig ran ans Geschehen. So wie sieht man ja jetzt hier in dem Wald nicht. Deswegen mag ich diese Waldkämpfe auch nicht. So, die ersten Truppen sind auch schon in Reichweite. Na, aber ich glaube, er hat seine Abwehrgeräte relativ unbewacht verlassen. Gut für mich. Ja, wir versuchen die direkt mal zu überfallen. Was hat er hier? Fränkische Söldnerritter. Wir müssen einfach ein bisschen umgehen. Vielleicht können wir hier auch aus der Flanke ein bisschen schießen. Die sollen beim Flankenmodus bleiben.
So sieht bis jetzt ja ganz gut aus hier. So, da kommen jetzt Pikaniere. Und die englischen Söldnerritter. Die gehen mal zurück. Den Kampf gewinnen wir nämlich nicht. Nee, den Kampf gewinnt er nicht. Auf der anderen Seite ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die jetzt hier die weggelockt haben, kann ich natürlich mit den kumanischen Bogenschützen die trotzdem überrennen. Ah, da kommt auch Verstärkung, dann mal in die Richtung. Ja, das ist jetzt die Möglichkeit für uns, hier zumindest diese Artillerie rauszuhauen. So, ja, hier immer das ist die Hauptfeuerzone. Da ist auch sind Feudalritter mit drin. So, dann haben wir die Axtkämpfer auch nach vorne. Aber hier sieht das ganz gut aus. So, und hier konnten wir uns auch entfernen von den Rittern. Da sind die Ritter, die fränkischen. So, wie sieht's hier aus? Sieht nach einer Massenpanik aus. Ja, sehr gut. Sieht nach einer Massenpanik aus. Hier ist nur ein bisschen schwierig im Zentrum, wo die Piken sind. Ja, die Piken jetzt aber auch sehr gut. Ich habe leider aber nichts wirklich zu verfolgen jetzt da. Das ist jetzt hier ein bisschen der Nachteil. Ich habe nichts wirklich zu verfolgen da. Und die sollen nicht verfolgen, die sollen hier bleiben. Na, besser als nichts. So, besser als nichts. Ja, die haben sich jetzt alle wieder gesammelt. Ist aber halb so schlimm. So. Na, wir konnten zumindest mit unserer eigenen Kavallerie jetzt hier ein bisschen den Charge abmildern. Die sollten dann wahrscheinlich jetzt trotzdem ziemlich überrennen. Aber die kumanischen Bogenschützen hat es halt ein bisschen zerlegt. So, wir haben ja noch die Lanzenritter. Die Lanzenreiter, so. Und die leichte Kavallerie müssen wir uns jetzt hier wirklich ein bisschen aufsparen, weil die wird eine sehr wichtige Rolle im späteren Verlauf der Schlacht einnehmen, wenn es nämlich darum geht, die feindlichen Truppen zu verfolgen. So, jetzt können wir uns zumindest mit den Lanzenrittern auch hier ein bisschen rächen. Indem wir die jetzt abfangen. Ah, Mist, die haben sich wieder gesammelt. Ich krieg die Krise. Haben sich genau zum rechten Zeitpunkt wieder gesammelt. So, jetzt dürfte auch langsam die nächste Verstärkungsarmee anrücken. Genau, die ist jetzt auch da. Aber wir haben eine sehr gute Position eingenommen, das merkt man schon. Sonst hätten wir jetzt hier nicht so gut performt. Wir haben auch noch genug Munition, also da brauchen wir uns auch keine Gedanken machen. So, die schicke ich jetzt mal wieder ein bisschen zurück. Ihr dürft auch da bitte stehen bleiben. Halt. Wo die im Defensivmodus eingestellt sind, haben sie sich jetzt bewegt. Das ist jetzt natürlich weniger schön. So, das sind jetzt die letzten Überbleibsel der ersten Armee. Wie gesagt, sehr infanterielastig hier seine Truppen. Das gefällt mir auch nicht, dass er mir jetzt hier gerade die samogitischen Axtkämpfer zerschießt. Wir nochmal ein Manöver hier auf seine Artillerie. Und der geht nämlich gerade die größte Bedrohung aus. Und die sind hier bis in den Wald nach vorne gestürmt. Das hatte ich eigentlich auch nicht vor. Ist mir aber gar nicht aufgefallen. Ja, jetzt fliehen die halt auch. Das war ein sehr unnützes Manöver. So, hier sind diese fränkischen Söldner drin. Das wird mir fehlen. Die rechte Flanke ist natürlich jetzt verdammt schwach. Dadurch.
Das ist wirklich ungünstig gewesen jetzt. Ich habe hier noch die Axtkämpfe, aber so gut war das jetzt nicht. So, und ich... Die sollen sich mal wieder jetzt hier zurückbewegen und dann sparen wir ein bisschen Munition ein. Glückwunsch, sammeln sich unsere Axtkämpfer nochmal. Ah, da kommt schon noch einiges an Infanterie. Ah, was macht er denn jetzt hier? Wie sind meine kommandischen Bogenschützen? Jetzt nimmt er sich sogar noch den General hier vor. Auch noch eine, die sehr wichtig werden kann. Den bringen wir mal in Sicherheit. Wie gesagt, die leichte Kavallerie, das ist die Möglichkeit, hier so eine Massenpanik, von der Massenpanik zu profitieren, zu verfolgen. Und da kommt eine Leibwache. War jetzt aber auch nicht der beste Ansturm. Nicht wirklich. Er schießt auf den General. So, hier müssen wir jetzt von der Flanke das ganze Feld aufräumen. Eine andere Option haben wir eigentlich gar nicht. Der General, der brennt mich jetzt hier. Ah, übel. Ja, dieses Manöver, dass diese ganzen Axtkämpfer da noch vorgestürmt sind, das hat mich natürlich jetzt hier gekillt. Das war das große Problem. So, wir können natürlich ein bisschen noch was versuchen zu bewirken mit unserer Kavallerie, aber die Schlacht dürfte verloren sein. Dieses Manöver hat mich gekillt. Da kommen die Piken. Und der General, den hatte ich jetzt natürlich auch nicht zum rechten Zeitpunkt am rechten Ort. Das war dann somit das andere Problem, und der General lebt halt auch noch von ihm. Gut, wir können versuchen, mit den Katapulten den zu beschießen. Vielleicht klappt's ja. Vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn der General sich jetzt hier aufhält. Das muss nicht schlecht sein. Ja, da ist schon mal ein General tot. Vielleicht reicht das für eine Panik. So, mein General ist jetzt auch endlich da. Reicht's für eine Panik? Das ist die große Frage. Sein Hauptgeneral muss halt noch sterben. Also eine kleine Panik haben wir auf alle Fälle jetzt hier ausgelöst. Aber es ist noch keine Massenpanik. Bei mir fliehen ja auch Haufen Truppen. Surgeons mit drin. Ah, da ist auch so viel Artillerie übrig. Okay, gehen wir da wieder raus. Wobei sind sie einfach noch nicht. So, die Pikeniere ignorieren wir auch. Verfolgen wir lieber erstmal noch die Einheiten, die sich da relativ offen raustrauen. Da kommen noch hoffenweise Hellebarden-Milizen. So, hier haben sich Kämpfer gesammelt. So, da haben sie auch Truppen gesammelt. Die müssen wir jetzt alle zurückholen. Haltet euch von den Hellebarden-Einheiten fern. Danke. So, General hat noch 30 Mann von ihm. Den zu töten, das sollte unser Hauptziel sein. Ich denke, von der Artillerie geht trotzdem die größte Bedrohung gerade aus. Deswegen versuche ich, die mal anzugreifen. Soll der General sich hier mit meinen Katapulten halt ein bisschen
Sollte sich halt abgelenkt fühlen. So, hier ist auch noch Artillerie. Oh, das wird ein ganz enges Ding wieder. Naja, so können wir ihn auch ein bisschen abschießen. Genau, nehmt mal das Ziel, nehmt den General bitte euch als Ziel vor. Noch haben wir nicht verloren. So, hier sind noch Armbrustschützen. Genau, schnappt euch die mal. Ich meine, meine Leibwache besteht aus 50 Mann. Das ist ja das große... Das macht ja den großen Unterschied zu seiner, die nur noch aus 25 Mann besteht und jetzt auch mehr oder weniger bald dann wahrscheinlich sterben wird. So, da die Katapultbesatzung haben wir wieder zurück. So, sein General flieht zumindest schon mal. Er ist noch nicht tot, aber er flieht. Und jetzt ist er tot. Sehr gut. Finstfürsten. Wird auch das Erbe gewesen sein. So, und soweit ich das jetzt sehen kann, haben wir hier fast eine Massenpanik. Hier sind nur noch diese Hellebarden-Einheiten. Ansonsten sieht's gut aus. Wir gewinnen das anscheinend noch. Wir gewinnen das anscheinend noch. Ja. Sehr schön, wir haben gewonnen. Wir haben es gewonnen. So, nehmen wir noch die ganzen fliehenden Truppen hier mit. Und dann dürfte uns die Stadt auch gehören. Sehr gut. Alle Himmelsrichtungen verstreut jetzt. Trotzdem viele Truppen davon. Aber ich kann nicht alle einholen. Da reicht die Zeit einfach nicht. Na gut, sehr schön. Klarer Sieg. 1000 Mann verloren. Der Feind fast 3000, also trotzdem 1 zu 3. Eigentlich ein gutes Verhältnis, wenn man so will. So, wir könnten 10.000 Gold fordern für die ganzen, ja, getöteten Feinde, aber das wäre jetzt eher zu meinem Nachteil. Ich meine, wir können es sogar mal probieren. Gucken wir das mal. Ich habe sowieso abgelehnt. Perfekt. So, ein dänischer Diplomat. Eine Liebesgilde in Hof. So, und uns gehört Magdeburg. So, Steuern runter. 40%, okay, die Zufriedenheit ist mies. Ich antworte nur dem Kaiser und Gott. Die Zufriedenheit ist wirklich ein Problem. Habe ich das gelöst? So schnell glaube ich nicht. Naja, wenn ich hier ein paar Einheiten losschicke, vielleicht. So viel kann ich in Hof rekrutieren. 2 Einheiten, okay, dann schicken wir zumindest hier auch nochmal 2 Einheiten hinterher. Vielleicht reicht es nächste Runde ja schon aus. So.
fortbilden. Ortschaft wächst. Doc Shitzy. Was ist denn hier passiert? Ein ehrenvoller Tod. Ja genau, hier die Schlacht von Peskov. Traurig, traurig. So, da haben wir jetzt auch keinen General mehr. So, Lister, da sind fast gar keine Truppen untergebracht. Okay. So, wir haben 30.000 Gold. Ja, ich würde das erstmal so liegen lassen. Es wurden wieder haufenweise Gebäude errichtet. Doch auch relativ viel rekrutiert. Das Heilige Römische Reich hat ein Bündnis mit Dänemark abgeschlossen. Dann würde ich sagen, zu guter Letzt verteilen wir nur nochmal die ganzen Priester. Aber das ist sehr. So. Bisbes, Smolensk. Katzewursk. So. Und die Kaufmänner. So, Kaunas. Schaulen. So, Riga, Rodna war auch noch zwei, habe ich einmal zwischendurch vergessen gehabt, anscheinend. Fisch. Noch haufenweise Bernstein. So, Tschernihiv. Ja, Minsk hat man, glaube ich, noch einen, ne? So, das müssten jetzt eigentlich alle gewesen sein. Das müssten jetzt alle gewesen sein. Wunderbar, dann ganz zuletzt nochmal hier nach Ahrensburg und Pernau schauen, dass wir hier mit den Steuern mal runtergehen. Es reicht auch nicht. 60%, 30% Zufriedenheit in Ahrensburg. Ist der so unbeliebt? Der verbessert die öffentliche Ordnung eigentlich sogar noch zusätzlich. Ja, religiöse Unruhe 65%. Aufruhr. Hier sind nicht mal Gebäude beschädigt. Also das ist schon echt übel. Tja, wie wird das lösen sollen? In Perno, das kriegen wir wahrscheinlich noch hin. 60%, da sind wir ja eigentlich ziemlich nah an der Verbesserung dran. Ja, Pernau, das ist machbar. Ahrensburg, das wird schwierig. Na gut, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Trotzdem sicherlich eine erfolgreiche Runde. Dann bis zum nächsten Mal und macht's gut.